Nach der vierten Let's Dance Entscheidungsshow meldete sich Christian Polans bei seinen Fans. Dass sie Let's Dance mit Profitänzer Zolt Sandor checke bereits in der vierten Entscheidungsshow verlassen musste, damit hatte Schauspielerin Lina Larissa Strahl wohl selbst nicht gerechnet. Dann nach ihrem Cha-Cha-Cha lag sie mit 16 Punkten im Mittelfeld, selbst nach den Gruppentänzen waren Bion Katilatu, Mark Keller und Ann-Kathrin Bendixen noch hinter ihr in der Tabelle zu finden. Let's Dance! Wer ist raus? Lina Larissa Strahl musste gehen. Es könnte besser sein, antwortete Strahl in einem Livestream auf Instagram kurz nach der Entscheidung auf die Frage, wie es ihr jetzt gehe. Sie habe gehofft, noch ein wenig länger bei Let's Dance! bleiben zu dürfen. 30 Minuten zuvor hatte noch alles nach einem Aus für Influencerin Ankatrin Bendiksen ausgesehen. Nach ihrem Tango lag sie mit 11 Punkten auf dem vorletzten Platz. Nur Mark Keller war mit 10 Punkten schlechter. Allerdings überholt Keller Bendiksen nach den Gruppentänzen. Dann die große Überraschung: Während Katilatu und Strahl zittern mussten, löste Bendiksen das Ticket für Show 5 direkt. Let's dance. An Katrin Bendixen über ihr Weiterkommen: Ich bin komplett erkältet und komplett verwirrt. Ich glaube, ich habe mit allem gerechnet, nur nicht damit, dass ich weiterkomme, erklärte sie noch in der Nacht auf Instagram. Als ihr Name ohne rotes Licht aufgerufen wurde, sei sie einfach nur verwirrt gewesen. Der einzige Grund, warum ich hier noch weiterreisen darf, das seid ihr, bedankte sie sich bei ihren Fans. Christian Polans rechnete mit aus für Mark Keller. Ebenso schockiert vom Ausgang der Show, zeigte sich Christian Polanz, der die 17. Let's Dance-Staffel als Kommentator für seinen neuen Podcast, Let's Talk About Dance, begleitet. Polans. Okay, Leute, das war sehr unerwartet. Das tut mir ehrlich gesagt auch echt leid für Lina und Zolt. Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber nachdem Mark Keller rausgefallen war, selbst dann dachte ich eher noch: Oh, ne, arme Martha. Aber hey, so ist das Leben. Dass An Kathrin nicht rausfliegt, da war ich mir einfach ziemlich sicher. Denn mit der ganzen Paarwechselgeschichte, das ist einfach Fest steht, dass wir An Kathrin Bendixen und Valentin Lusin, der gerade seine Tochter Stella auf der Welt begrüßte und in Show 4 von Michael Tatakin vertreten wurde, nach der Osterpause wiedersehen werden.